Oh mein Gott, Alter! Alter. Wow! Für mich so, ey, einer der krassesten Tage in meinem Leben wirklich. Oder vielleicht sogar der krasseste Tag. Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, heute gibt es ein ultra krasses, special, besonderes Video, Leute. Ihr seht schon, ich bin aktuell noch zu Hause, Freunde. Und zwar seht ihr hier schon zwei verschiedene Sachen auf dem Tisch liegen, Leute. Einmal haben wir hier, ja, so ein Heft, ne, von Mercedes. Ihr seht schon, was hat es damit auf sich, Leute? Ich habe meinen AMG GTR verkauft, Leute. Ich werde nie wieder diesen Wagen in meinem Leben fahren wahrscheinlich. Und zwar ist heute der allerletzte Tag, wo ich diesen Wagen gleich fahren werde. Ihr werdet es auf jeden Fall miterleben. Bisschen traurig bin ich, Leute. Ich habe den mir vor anderthalb Jahren gekauft. War damals mein persönlicher Traumwagen. Aber Leute, es gibt einen anderen Wagen, den wir uns gekauft haben. Und zwar ein Lamborghini, Leute. Ich verrate noch nicht zu viel. Aber Leute, ihr seht auch schon hier, ich habe auf jeden Fall etwas vorbereitet. Und zwar ist das Ganze ein orangener Lamborghini. Das hier ist, glaube ich, ein Sian, aber ist ja jetzt auch egal. Ich habe schon als Kind immer mit Lamborghinis gespielt. Das war schon als Kind immer mein Traumwagen. Und ich habe niemals damit gerechnet, dass ich jemals irgendwann mal einen eigenen Lamborghini haben werde, Leute. Auch vor zwei Jahren noch nicht, um ehrlich zu sein. Ihr seht schon, Leute, das ist zum Beispiel einer, den ich mir jetzt letztens mal gekauft habe. Einfach so just for fun, um den da hinzustellen. Ich weiß, bisschen weird, Leute, egal. Und ja, Leute, ich will jetzt nicht zu viel verraten, welchen ich mir gekauft habe. Aber wir werden heute meinen neuen Lamborghini abholen im Autohaus, Leute. Es wird zu krank. Ihr seht ja auch, der neue Burger Pommes Lambo Merch, den habe ich gerade auch schon an. Der kommt heute auch zur Feier des Tages, Leute, raus. Also um 17 Uhr auf lukasbs.de, Leute. Limitiert auf 1000 Stück. Und das Krasse ist, Leute, es gibt ja auch ein goldenes Ticket, wo einer von euch, wirklich nur einer von 1000, gewinnt eine Lamborghini-Fahrt mit mir, Leute. Und einen krassen Aufnahmetag. Ich verrate noch nicht zu viel. Aber kommt mal mit, Freunde, bevor wir jetzt gleich losfahren. Ja, also erstmal, sorry, es ist ein bisschen unordentlich, Leute, von den Mystery-Boxen, ne? Zum Beispiel gibt es zum Merch noch 2 von 4 zufälligen Mystery-Beilagen dazu. Einmal zum Beispiel dieser Burger-Pommes-Turnbeutel, den könntet ihr erwischen, ne? Oder auch die Aufbewahrungsbox, ne? Für eure persönlichen Schätze, whatever, was auch immer ihr lagern wollt, sozusagen bei euch im Zimmer. Ist auf jeden Fall auch noch am Start. Außerdem noch Mäppchen oder Trinkflasche, 500 Milliliter, richtig geil. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall genug gelabert, Leute. Ich nehme jetzt auf jeden Fall die Unterlagen von meinem Mercedes mit und dann fahren wir los, Leute, und holen den neuen Lamborghini ab. Ich verrate euch alles zum Lamborghini, wenn wir dort sind, Leute. Und jetzt verabschieden wir zusammen, würde ich sagen, meinen AMG GTR. Let's go, Leute. Also, Leute, wir steigen jetzt das letzte Mal zusammen in meinen AMG GTR, Leute. Ihr seht hier den Wagen. Viele von euch haben den ultra gefeiert. Ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, welchen findet ihr krasser, den GTR oder den neuen Lambo dann, Leute. Und ich würde sagen, wir steigen das letzte Mal zusammen ein, Leute. Ey, ich habe den so geil gefeiert. Also, ich habe den auch immer gefahren, Leute, immer im Winter und so weiter. Aber jetzt habe ich noch ein Alltagsauto mir da zusätzlich gekauft. Werdet ihr auch bald sehen. Ich würde sagen, wir steigen zusammen ein, Leute. Oh mein Gott, Bro. Das ist echt ein krasses Gefühl, muss ich sagen. Das letzte Mal, Leute. Boah, let's go, man. Leute, einmal noch Motor starten muss sein, Leute. Let's go. Boah, der ballert, Leute. Genau, Leute. Ich würde sagen, wir fahren jetzt auf jeden Fall los zum Autohaus. Zu Omid übrigens, ne? Und ja, mal schauen, vielleicht holen wir unterwegs noch mal ein bisschen ein paar Takis zum Fetzen. Ihr wisst Bescheid, let's go. So, Leute, let's go. Hier sind wir bei den Takis, Alter. Ich würde sagen, wir kaufen einfach mal hier so ein bisschen, ne? Boah. Alter, ich glaube, das ist gut, Leute. Das sollte reichen für die Fahrt. Wir müssen übrigens 20 Minuten fahren. Vielleicht noch mal so ein, zwei Primes wären noch ganz geil, denke ich mal. Boah, ja, Prime ab 18, Leute, den holen wir uns noch mal hier. Mit doppelt so viel Koffein wie Red Bull, ihr wisst Bescheid. Dann nehmen wir uns auch noch mal hier so den blauen mit, Leute. Ich glaube, das ist eigentlich perfekt. Ich glaube, Tüte müssen wir gleich noch mal kaufen, aber sonst passt das. Wir gehen jetzt mal auf zur Kasse. Let's go, Leute. So, Leute, ich würde sagen, wir fetzen jetzt gleich noch mal, würde ich sagen, bevor wir schon mal losfahren, die Tüte weg, Leute. Blue Heat. Richtig geil, Mann. Boah, ich feiere die Ultra, Leute, die blauen. Let's go, Mann. Mmh, geil. So, Leute. Ich stelle das hier extra oben hin, dass wir uns das snacken können während dem Fahren. Hier quasi. Dann muss ich einmal nur nach hinten greifen.
Richtig geil. Im Lambo geht das dann nicht mehr, Leute. Da ist nur vorne unter der Motorhaube ein Kofferraum. Wir testen gleich mal, wie viele Takis-Tüten dort reinpassen, Leute. Ich hoffe, es passen alle rein. Und ich würde sagen, jetzt geht's los zum Auto aus, Leute. Ihr seid bestimmt genauso gespannt wie ich. Let's go. Okay, Leute, wir fahren jetzt auf jeden Fall gerade rein zum Automobilzentrum Rhein-Neckar, Leute. Oh mein Gott, Bro. Ich bin so krank aufgeregt. Ihr glaubt das mir gar nicht. Leute, ich parke auf jeden Fall jetzt erstmal hier seitlich. Bro, ey, ihr könnt, also, Digga, es ist unfassbar. So, jetzt ist mein Wagen nämlich auch verkauft, Leute. Und das heißt, das war das letzte Mal, wo ich in meinem Wagen hier drin sitze. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gemeinsam ins Autohaus rein und natürlich, viele von euch haben das schon gesehen auf jeden Fall, was es dort gibt. Und wir schauen aber mal, wo jetzt mein Lambo genau steht, Leute. Wir müssen jetzt erstmal suchen, denke ich. Let's go, kommt mal mit. So, Leute, wir schauen jetzt auf jeden Fall mal nach, ob der Lambo in der Halle steht, Leute. Weil als ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, war er auf jeden Fall hier. Und ich würde sagen, ihr seht schon, da haben wir einmal den Porsche. Richtig geil. Dann haben wir hier einen Bentley. Und Leute, wir müssen jetzt bei diesem riesen Auto, bei dieser riesen Autosammlung auf jeden Fall meinen Wagen finden. Ich würde sagen, der Ferrari ist es auch nicht, Leute. Ne? Ihr wisst ja, ich bin nicht so ultra der Ferrari-Fan. So, dann haben wir hier Bravos, Leute. Alter, wir haben hier so viele Autos. Und oh, Bro. Alter, schaut mal, was hier steht, Digga. Der ist ja auch schon mal ultra geil. Digga, die Farbe, Alter. Das ist ein Bronze oder Goldmatt so ein bisschen. Sieht auch krass aus. Der gefällt mir auch, muss ich sagen. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch einen, oh, hier haben wir noch einen grauen Lamborghini, Leute. Vielleicht ist es ja auch der, man weiß es nicht. Nee, ist er aber auch nicht tatsächlich. Hä, ich seh meinen Wagen gar nicht, Leute. Hier haben wir einen roten Lamborghini. Auch der könnte es theoretisch sein. Ist es aber auch nicht, Leute, tatsächlich. Alter, es ist so krank, was hier für Autos rumstehen. Wir gehen jetzt nochmal nach hinten und vielleicht finden wir den ja dort, Leute. Wir haben auf jeden Fall nochmal ein paar Rolls-Royce, nur G-Klassen. Hier haben wir noch einen grünen Lamborghini. Leute, ist es vielleicht der Urus? Habe ich mir den Urus gegönnt? Habe ich aber auch nicht. Vielleicht, wenn ich nochmal ein bisschen mehr Rentner geworden bin, Leute, ihr wisst Bescheid. Wir haben auch hier hinten, können wir nochmal gucken, nochmal einen Lamborghini Urus. Na, auch krass. Daneben nochmal noch ein Rolls-Royce. Ey, Leute, ich check's nicht. Mein Wagen steht hier nicht. Ich dachte, der steht hier. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen tatsächlich in die andere Halle rüber. Vielleicht finden wir den dort, Leute. Neben dem Bugatti oder so. Ey, ich bin so gespannt, Leute. Bro, also, puh, ich bin richtig aufgeregt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber, Leute. Und dort muss er dann aber wirklich stehen. Let's go. Also, Leute, in der Halle war er auf jeden Fall nicht drin. Wir gehen jetzt hier zum Showroom. Also, dort muss scheinbar mein Lamborghini stehen. Ey, Leute, ich bin so krass aufgeregt, Digga. Das ist unfassbar. Oh mein Gott. Alter! Guck mal, da ist einer mit dem Tuch abgedeckt. Ich weiß nicht, ob man es von außen hier schon so ein bisschen sieht, Leute. Aber das könnte ja sogar sein, dass das meiner ist. Ja, mal gucken. Wir gehen jetzt einfach hier mal rein. Oh mein Gott, das ist so ein krasser Moment, sage ich euch. Also nochmal vielen Dank natürlich auch an alle Leute, ne, die mich immer auf meinem Weg supportet haben. Es ist unfassbar krass. Also wirklich vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch aus Team Burger Pommes, Leute. So, hier haben wir auf jeden Fall die ganzen Lamborghinis am Start, Leute. Ihr kennt das Autohaus aus meinen Videos, ne? Hier von Omid, seht ihr auch nochmal seinen Kanal eingeblendet, Leute. Und natürlich auch von Hewok, ne? Vielen, vielen Dank, dass ich hier auch immer drehen darf, natürlich. Und ja, jetzt haben wir hier auf jeden Fall so ein paar Schmuckstücke, Leute. Aber okay, ich muss sagen, da steht das schon, Leute, glaube ich, unter dem Tuch abgedeckt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin und vielleicht erklärt uns da gleich nochmal Omid oder so, ne, ein bisschen was zum Auto, damit ihr auch nochmal einen guten Eindruck habt. Und genau, Leute. Oh mein Gott, Bro. Digga, da steht er, glaube ich, Bro. Alter. Ey, schaut mal, wie flach der einfach schon ist. Man sieht das hier schon so ein bisschen. Die Form, ne? Anders geil, Leute. Ey, wie der aussieht, Bro. Also, Leute, wir sind jetzt hier am Start mit Omid. Was geht? Lukas, bist du bereit? Ey, ich bin bereit. Heute ist dein großer Tag, ja? Du holst jetzt das geilste Auto deines Lebens ab, richtig? Das ist korrekt, ja, genau. Wissen die Zuschauer schon, was es ist? Die wissen nur, es ist ein Lamborghini. Okay, das wissen die. Die wissen nicht die Farbe oder welcher es genau ist. Also, er ist auf jeden Fall hier drunter. Und die Farbe ist natürlich mega krass, ja? So richtig im Lukas-Stil, ne? Nicht so wie dein Grauer da draußen, sondern ein komplettes Kontrastprogramm diesmal. Komplett, ne? Ja. Ja, also, wenn du willst, kannst du schon mal so ein paar Tipps geben für die Leute, was es ungefähr sein also, könnte. Also, wir haben 10 Zylinder unter der Haube. Es ist ein Supersportwagen. Zwei Türen, zwei Türe, also es ist kein Lamborghini Urus. Genau, ja. Und wir haben 640 PS, Allrad. Mhm. Und der Wagen hört sich einfach nur krass an, ne? Das muss man auch sagen. Komplett. Ja. Geisteskrank. Also,
Er ist auch nicht hoch, ne? Wie groß bist du? Ja, ich bin 1,85. 1,85? Was meinst du, wie hoch ist dein Bauchnabel? Ja, so auf Lamborghini-Höhe. So ein Meter, ne? Ja, ja. So ein Meter. Oh mein Gott, ey. Packen wir es an? Ja, ich würde sagen. Oh mein Gott. Oder kann man das so von hinten ziehen? So? Ich zieh mal von hinten. Ja. Jan, ziehst du mit mir? Jan kommt dazu, das ist unser 1,90 Meter großer Riese. Jan ist mega stark und hilft mir jetzt beim Ziehen. Oh mein Gott, ich bin gespannt. Okay, nicht ausrasten, ich habe schon ganz schwitzige Hände. Ja, zieh ganz langsam, Jan. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Und da ist er. Bro. Ey, wie der Ball hat die Farbe, Alter. Ey, das ist komplett Neon, Leute. Brutal, oder? Ey, knallorange. Alter, ey, ich kann das gerade nicht fassen, Leute. Geile Farbe, oder? Wow. Das ist einfach mein Wagen, Leute. Ey, das ist so krank. Ich realisiere das gerade immer noch nicht. Schaut euch mal den Stier an. Schaut euch mal den Stier an. Weißt du eigentlich, wo der Name Huracan herkommt? Nee, sogar tatsächlich nicht. Lamborghini benennt seine Autos immer nach ganz bekannten Kampfstieren, die in der Arena ganz heldenhaft gekämpft haben. Ne? Ja. Auch der Huracan war ein Stier, der Gallardo war ein Stier, der Aventador, der Murciélago, das waren alles ganz bekannte Kampfstiere. Ah, krass. Ja, also du hast einen richtigen Bullen gekauft. Ja, das auf jeden Fall. Ey, Bro, ich kann das gerade nicht fassen, ne? Es ist so crazy, Digga. Vor allem, guck mal, auch im Innenraum hast du das Orange, das du auch draußen hast. Das zeigen wir gleich nochmal in Ruhe, aber ey, Leute, auch dieser Innenraum, der sieht so anders geil aus, also wirklich, mit dem Display in der Mitte, ne? Ja, also es ist der Lamborghini Huracan Evo. Evo steht für Evolutione, also es ist das Facelift von dem normalen Huracan. Innen schon mit digitalen Cockpits, du hast mehr PS, der normale Huracan hatte 610 PS, der Evo hat 640 PS. Dann hast du mega geile schwarze Felgen drauf. Ja, ja. Die sehen natürlich richtig krass aus. Safe. Und das Wichtigste, wir haben hier Dezember gerade. Ja, Winterreifen. Du hast Winterreifen hier drauf, das heißt, du kannst direkt loslegen. Du hast auch Allrad, also du kommst damit perfekt durch den Winter. Kann man auch im Schnee rumcruisen. Da kannst du richtig viel Spaß, ne? Machst du geile Schneevideos mit dem Auto demnächst? Ja, mal gucken. Also, wenn ich es übers Herz bringe, Leute, dann werdet ihr eine Schneetour sehen. Ja. Bring's übers Herz, bitte. Ja, okay. Bitte bring's übers Herz. Was ich aber so richtig geil finde an dem Auto, wenn du hier hinten drauf guckst, die Auspuffrohre, die sind nicht da unten irgendwo, ne? Die sind hier oben. Geil. Und wenn du richtig Vollgas gibst, könnten die vielleicht sogar Feuer spucken. Oh ja, das wäre gut, ne? Das mal, überleg mal, ne? Also du könntest da so ein Hölzlein. Stimmt, so ein Marshmallow anbraten, ne? Genau. Geil, ja? Das schmeckt dann halt so ein bisschen nach abgasender Marshmallow, aber das ist das Wichtige. Ist ein richtiger Jungs-Marshmallow. Genau, dann, genau. Ansonsten, schau mal hier, du hast V10, 10 Zylinder. Ja? Crazy, Alter. Und dann ist das Geile, hier steht ein ganz geheimer Zahlencode. Merkst du das? 1, 6, 5, 10, 2, 7. Ja? Ja. Weißt du, wofür das steht? Das für das Passwort, um irgendwie nicht ganz. PS freizuschalten? Nicht ganz. Das ist die Reihenfolge. Du hast hier 10 Zylinder und das ist die Reihenfolge, in der deine Zylinder angehen, wenn du das Auto startest. Ah, das heißt, erst der sechste Zylinder, erst der erste Zylinder, dann der sechste, dann der fünfte und so weiter. Ach geil, ja. Wusste ich auch nicht, Leute. Sehr krass. Was sagt ihr zu der Farbe? Hättet ihr auch Orange gekauft, so wie der Lukas, oder so Neongrün? Oder findet ihr Schwarz oder Grau oder so viel besser? Also ich finde natürlich das Orange mega krass. Soll ich mal aufs Gas für dich? Ja, okay. Wollt ihr mal hören? Willst du mal Soundcheck machen? Ja, ich muss selbst von hinten. Aber Achtung, nicht, dass du mir wegfliegst, wenn ich jetzt gleich Gas gebe. Ich nehme mich in der Acht vor der Flamme jetzt, Leute. Kann ich? Ja. Wow! Alter! Bro! Alter! Digga, der ist ja geisteskrank laut. Bist du noch da? Alter, meine Ohren sind explodiert. Geisteskrank, ey, Bro. Oh mein Gott. Ja, Lukas, ich sag herzlichen Glückwunsch. Ey, vielen Dank. Das sind deine Schlüssel. Ja. Und ab auf die Straße mit dir, oder? Ja, los geht's, Leute. Ich mach dir das Tor hoch, du fährst los. Machen wir so. Okay, dann viel Spaß mit deinem Auto. Dankeschön. Ey, Leute, Bro, das ist so unfassbar. Ich kann das gar nicht realisieren gerade. Es ist so unfassbar krank. Bro, dieses Auto, Leute, war mein Kindheitstraum. Seit ich wusste, dass es Lamborghinis gibt, ich wollte immer dieses Auto haben, beziehungsweise generell ein Lamborghini natürlich. Bro, ey Leute, ich muss das jetzt erstmal realisieren. Ich habe auch so gezittert, ich muss mich erstmal hinsetzen und ich fahre jetzt gleich auf jeden Fall raus, Bro. Ey, es ist für mich so einer der krassesten Tage in meinem Leben wirklich oder vielleicht sogar der krasseste Tag. Du hast den ja gekauft ohne Probefahrt. Ja, das ist richtig. Also du fährst jetzt zum ersten Mal mit deinem Auto? Das stimmt sogar, ja. Okay, das wird krass. Hoffentlich funktioniert er auch. Ja, ich hoffe. Lukas,
Oha. Als frisch gebackener Lamborghini-Fahrer habe ich nochmal ein richtig geiles Geschenk für dich. Oh, den passenden what? Bären zum Auto. Ey, wie geil ist den Lambo-Bär. Alter, ey, cool, vielen, oder? Vielen Dank. Der steht dann bei, daheim bei dir auf dem Regal oder auf dem Beifahrersitz. Oh, heute direkt mitfahren lassen. Ey, Leute, schaut mal, der ist ja unnormal geil. Woher habt ihr den? Der ist von einem Künstler, die sind alle handbemalt, die Bären. Alter. Richtig cool, oder? Ey, geil, vielen Dank, ey. Viel Spaß mit deinem Auto. Heftig. Hey. Ich mach dir das Tor hoch. Sehr geil. Leute, ich schnalle erstmal den Bären an, damit der nicht kaputt geht, Leute. Den werde ich sowieso in mein Gamingzimmer stellen. Ehrenplatz kriegt der, wirklich. Geil. So, ey, dann kommt der Bär geil. Jetzt auf den Beifahrersitz. Die Farbe habt ihr auch ausgesucht. Ja, so. Genau, passend zu deinem Auto. Ey, geil. So, Leute, der wird jetzt natürlich angeschnallt, ne, dass da auch nichts passiert. Ja, geil. So, Leute, ne, der muss auf jeden Fall gut hier beschützt sein. Also, Leute, ich werde ihn das erste Mal starten, auf jeden Fall, den Lambo. Und ich würde sagen, ey, ich bin richtig aufgeregt, Leute. Oh, let's go. Oh mein Gott, Alter. Ey, Bro, das ist unnormal krank. Also wirklich, ich kann das gerade echt nicht fassen. Leute, wir machen die Tür zu. Oh mein Gott, Leute, hier der Startknopf alleine schon. Bro, ich würde sagen, let's go. Wow! Oh mein Gott! Digga, ich würde sagen, jetzt fahren wir auf jeden Fall das erste Mal raus mit dem Lambo, Leute. Alter, Bro. Und Rolltor geht hoch. Ey, das ist unfassbar. Unfassbar, also ich kann es gerade nicht glauben, es fühlt sich so geil an, in diesem Lambo drin zu sitzen. Und Leute, das Geilste ist, wir werden jetzt gleich nochmal eine richtig fette Tour machen, seid darauf gespannt. Aber bevor wir auf jeden Fall weitermachen, Leute, es gibt ja das goldene Ticket beim Merch, der kommt heute um 17 Uhr auf lukasbs.de und eine Person von euch gewinnt eine Lamborghini-Fahrt in meinem neuen Lambo und noch einen Aufnahmetag. Das heißt, Leute, gönnt euch unbedingt den Merch und ich würde sagen, jetzt können wir auf jeden Fall langsam losfahren zur Tour. Alter, let's go. So, Leute, jetzt kommt der ultimative Test. Passen die Takis in den Lambo rein, Leute? Und zwar der Kofferraum vom Lamborghini ist ja nicht, wie man denken würde, hinten, Leute. Und zwar hinten, ihr seht schon, ist ja auf jeden Fall einfach nur der Motor drin. Ich kann auch mal den Motor kurz für euch öffnen. Das sieht auch unnormal geil aus. Genau, Freunde. Und zwar, ihr seht schon, man kann hier einfach nur die Klappe hochmachen. Oh mein Gott. Und man sieht hier einfach nur diesen ultra kranken Motor, Leute, vom Lamborghini, der V10, der richtig geil Lärm macht auf jeden Fall. Aber da passen die Takis definitiv nicht rein, Leute. Ich würde sagen, wir schließen das wieder mal vorsichtig hier. So. Sondern, Leute, wir müssen zum Kofferraum nach vorne, unter die Motorhaube. Jetzt natürlich die Frage, passen die da alle rein, Leute? Kann man auch einen Candy Shop Einkauf transportieren im Lambo? Ich würde sagen, oha, Leute, das hier ist auf jeden Fall der ganze Kofferraum. Alter, hier ist sogar ein Lamborghini-Tuch dabei zum Abdecken. Alter, das sieht ja richtig geil aus. Leute, wir machen das einmal hier kurz raus, wobei ich glaube, das passt sogar trotzdem rein. Wir schauen mal. Und ja, doch, passt eigentlich perfekt, Leute. Also, ey, wer braucht denn auch einen größeren Kofferraum, Leute? Ich würde sagen, so ein paar Packs. Paul Berger Limo passt rein. Burger Pommes Merch, Leute, ihr wisst Bescheid. Passt also gut rein. Ich würde sagen, wir schließen mal wieder hier die Motorhaube und zack. So, sitzt auf jeden Fall, passt. Ich würde sagen, jetzt können wir auf jeden Fall losfahren. Und Leute, seid gespannt. Wir fahren jetzt noch gleich zu McDonald's in McDrive und machen natürlich nochmal einen fetten Soundcheck, Beschleunigungscheck, alles Mögliche. Let's go. Alter, Leute, ich würde sagen, es ist Zeit loszufahren. Bro, ey, unfassbar, Leute. Also ihr hört schon, der Wagen läuft natürlich schon. Leute, ich habe jetzt auch schon hier mein iPhone verbunden mit dem Wagen.
glaube, das kann ich auch noch mal kurz zeigen. Das ist ultra cool. Wir haben hier so ein mega krasses Display im Wagen. Und zwar Touch-Display. Ne? Hier kann man alles Mögliche machen. Navigation zum Beispiel hier. Ne? Wir sind hier gerade noch im Autohaus. Wir haben hier Fahrzeug zum Beispiel, Außenbeleuchtung, Ambientbeleuchtung haben wir hier zum Beispiel auch. Richtig geil, also ultra modern. Ne? Haben jetzt nicht alle Lambos, ist schon besonders bei Lamborghini tatsächlich. Und ich würde sagen, Leute, es ist Zeit eigentlich loszufahren jetzt, Leute. Oh mein Gott, Leute. Ey, es ist gerade so ein krasses Gefühl für mich. Ich muss erstmal die Parkbremse noch lösen. Jetzt ist die gelöst. Ey, Leute, ich habe auch richtig Hunger und oh mein Gott. Ah, stimmt, eine Sache habe ich noch vergessen, Leute, weil wir fahren hier gleich da die Auffahrt runter. Und dabei kann der Wagen ziemlich krass aufsetzen. Deswegen werden wir jetzt noch einmal den Wagen kurz hochfahren. Der hat ein Liftfahrwerk. Und jetzt mit diesem Knopf, Leute, fährt der ganze Wagen ein paar Zentimeter hoch. Oh, let's go. Und dann kann er nicht mehr vorne so auf die Straße sozusagen aufsetzen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den gedrückt halten muss, den Knopf, Leute. Jetzt ist er oben. Okay, Leute, das heißt, wir können jetzt ohne Bedenken hier runterfahren. Ich habe jetzt meinen GTR abgegeben. Der ist verkauft. Und ich würde sagen, Leute, gleich fahren wir noch zu McDonald's, habe ein bisschen Hunger durch McDrive natürlich. Oh, wir gucken natürlich, dass wir trotzdem nicht hier aufsetzen, Leute. Eieiei, diese Auffahrt hier, die ist echt gefährlich. Digga. Oh mein Gott, das ist unfassbar, ey. Alter. Digga, also ich habe natürlich jetzt nicht den Sportmodus drin, Leute. Ne? Mache ich den noch nicht rein, machen wir gleich. Soundcheck machen wir, wie gesagt, noch. Und McDrive. Seid gespannt, Freunde. Und jetzt fahren wir hier einmal erstmal auf die Autobahn raus. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich blink. Ach, hier. Stimmt. Hey, das habe ich kurz vergessen, Leute. Hier blinkt man einfach am Lenkrad. Also es gibt gar keinen Hebel zum Blinken, sondern einfach nur hier. Oder hier, ne? Hier, da blinkt man einfach. Digga, unfassbar. Hey, Bro, das ist unfassbar krank, ey. Das ist nicht mehr normal, sage ich euch. Also, jetzt geht's auf jeden Fall raus auf die Autobahn, Leute. Oh mein Gott, Leute, Alter, Bro, das ist das erste Mal hier in meinem neuen Lamborghini, Huracan Evo, Bro. Leute, natürlich, der Wagen ist jetzt noch kalt, ne? Wir haben es auch sehr kalt draußen, wir werden jetzt nicht ultra fett Gas geben, aber ich würde sagen, wir knallen trotzdem mal einen Sportmodus rein. Alter, das hört man direkt, ne, Bro. Mein Gott, Bro, dieser Sound. Alter Junge. Alter Junge, der knallt sofort rein, ey. Wow. Jeder kann sagen, was er will, aber Lamborghini hat den geilsten Sound von allen Autos, meiner Meinung nach. Okay, Leute, wir fahren jetzt auf jeden Fall hier in den McDrive, würde ich sagen. Das ist erstmal direkt eine Challenge, Leute, weil der ist richtig eng und ich will natürlich jetzt nicht den Lamborghini kaputt hauen. Ich würde sagen, wir müssen auch noch mal kurz den Wagen hier einmal hochfahren, nebenbei. Eieiei, ich habe echt Angst immer bei diesem McDrive, sage ich euch. Aber jetzt werden wir erstmal noch ein geiles Happy Meal bestellen, auf Ehre. Hallo, ich bestelle bitte. Hallo, ich hätte gerne ein Happy Meal mit Cheeseburger und Pommes. Danke. Ja, Burger Pommes, Leute. Jetzt gibt's was zu fetzen. So, Leute, let's go. Auf zu dem Schalter. So, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall die Sachen bekommen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier einfach mal kurz vor. Oh mein Gott, Bro. Das erste Mal Burger Pommes im Lambo, Leute. Lasst dafür einen fetten Like da, ey. Wir lassen mal kurz den Motor einfach laufen, Leute. Und ich würde sagen, jetzt fetzen wir mal hier Burger Pommes. Leute, ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Sachen alle hinlegen soll. Egal, wir haben ja hier das Happy Meal am Start. Und jetzt erstmal hier Burger Pommes machen, Leute. Burger Brötchen wegmachen kurz. Ey, das darf mir nicht umkippen, Leute. Sonst kostet das ultra viel, wenn der Lambo hier versaut wird. Okay, und jetzt, Leute, die Pommes drauf. Ihr wisst Bescheid, wir machen jetzt mal eine gute Portion Pommes. Und jetzt auf jeden Fall das Brötchen wieder drauf. Richtig geil, Leute. So, Leute, Logo haben wir jetzt auch in Real Life gemacht. Richtig geil. So, Freunde, wir kommen jetzt nur noch zum Soundcheck. Ansonsten sage ich schon mal, lasst mal einen fetten Like da, kostet Abo. Ihr wisst Bescheid, Leute. Und ich würde sagen, seid jetzt gespannt auf den Ultra-Soundcheck. Das wird euch richtig wegschallern, die Ohren, sage ich euch, Leute.